besondere Bedeutung für mich, weil ich komme ursprünglich aus Saarbrücken. Und ich muss sagen, Luxemburg ist ja nicht sehr weit. Und RTL, das war eigentlich der Sender, den ich als Kind auch schon immer gehört habe. Und deshalb fühle ich mich besonders geehrt, dass ich diesen Preis jetzt bekommen habe. Meine Damen und Herren, das ist der Bronzene Löwe 1988. Lange in der Hand. Dieser Löwe geht an eine junge Dame. Tja, da kann man gar nicht so viel erzählen, weil Sie haben sicher schon so viel gelesen. Sie haben sie so oft gesehen. Sie haben sie so oft gehört. Diese Frau, diese Dame hat so viele Nummer 1 Hits in so vielen Ländern. Sie bekommt diesen bronzenen Löwen von Radio Luxemburg 1988 für ihre unendlichen Erfolge. Herzlichen Glückwunsch, liebe Sandra! Sandra, zeig ihn mal. Er ist wunderbar. Sandra, du bekommst diesen Löwen. Herzlichen Dank. Du bekommst diesen Löwen für Everlasting Love. Gut, es war viel zu lesen darüber, über Everlasting Love. Es ist ein Lieblingslied von dir. Warum eigentlich? Ungefähr so in den 60er Jahren, da kann ich noch sehr gut daran erinnern, von der Gruppe Love Affair. So in dieser Zeit war ich noch ein kleines Mädchen. Und ich habe damals schon immer sehr gerne gesungen, habe diesen Song immer im Radio gehört und habe mir gedacht, den würde ich auch mal gerne irgendwann singen. Und habe mir dann überlegt, jetzt, wo ich einen Namen habe und schon bewiesen habe, dass ich eigene Songs selber habe und auch, dass meine Leute sehr gute Songs für mich schreiben können, kann ich es mir auch mal erlauben, eine Coverversion zu machen. Und dann war es eben mein Wunsch mit Everlasting Love. Und du singst ihn nicht minder schlecht. Für Everlasting Love, der bronzene Löwe, für Sandra.